Seit gestern Abend steht fest, der 1. FC Saarbrücken trifft in den Aufstiegsspielen auf den Meister der Regionalliga Bayern. Dies ergab die Auslosung gestern im Hachinger Sporttag vor der Drittligapartie von Unterhaching gegen Aalen. Der FCS wird wohl auf 1860 München treffen, die selbst rein rechnerisch nur noch mit äußerst geringer Wahrscheinlichkeit einzuholen sind. Der Westmeister Uerdingen oder Viktoria Köln trifft auf das zweite Team aus dem Südwesten, Mannheim oder Freiburg 2. Zur Auslosung FCS-Trainer Dirk Lottner. Ich freue mich einfach auf dieses Spiel, weil es natürlich Traditionsvereine sind, die aufeinandertreffen. Ein schönes Stadion, gute Kulisse. Ja, wir sollen uns alle darauf freuen. Können Sie auch schon die Qualität des Gegners einschätzen? Haben Sie sich schon ein bisschen näher damit beschäftigt? Nee, hundertprozentig noch nicht. Wir haben sie natürlich schon im Blick gehabt. Ja, wissen natürlich schon, was sie gerade in der Offensive für eine Qualität haben. Da können wir aber ganz gut gegenhalten, denke ich. Wir wissen, dass sie natürlich auch eine gewisse Erfahrung in der Mannschaft haben, die sehr gut den Spielrhythmus auch bestimmen können. Und wir werden uns schon ein paar Dinge überlegen, um da die richtigen Antworten zu finden. Bis dahin, zu den Aufstiegsspielen, will Dirk Lottner noch Saarland-Pokalsieger und Meister in der Regionalliga werden. Umso erstaunlicher die Mannschaftsaufstellung beim Spiel heute gegen den TSV Mainz. Denn da schauten erst mal viele zu, die sonst üblicherweise zur Startformation gehören. Schonung angesagt für manch einen vor den anstehenden Aufgaben. Zurückhaltung für Behrens und Schmidt, die wohl auch im Falle eines Aufstiegs für den FCS nicht mehr zu halten sind. Aber auch endlich die Chance für manchen Reservisten zu zeigen, was er kann. Frank Hundhäfer zu denen auf dem Spielfeld und neben dem Spielfeld. Saarbrücken im Schonungsmodus für die Aufstiegsspiele, kann man sagen. Zeitz, Schmidt, Behrens, Holz, Müller, Jänicke. Ach Gott, alles auf der Bank. Batz und Mendler nicht mal im Kader. Dirk Lottner denkt voraus und will denen eine Möglichkeit geben, die eben in den letzten Monaten nicht so oft zum Zug kam. Also rein ins Spiel. Mainz in Blau kämpft noch darum, in der Liga zu bleiben. Ripplinger, dritte Minute, gute Möglichkeit. Am Anfang hat Saarbrücken ein paar Probleme. Na klar, das Team so nicht eingespielt. Dann Dausch, Kapitän. Heute, neunte Minute. Oh, schön gemacht von Zellner. Und dann Perdedai, zack, 0-1. Und jetzt schauen Sie mal, das hat was von im Krug zum grünen Kranze. Da wird geschunkelt, klar ist was für die älteren Zuschauer, aber so kann man sich freuen. Nochmal, die wunderbare Vorarbeit von Zellner, dann ein bisschen Ping-Pong. Aber wenn du am schnellsten reagierst, so wie Perdedai, dann gehst du hier auch in Führung. Es war eine große Erleichterung zu spüren in der Trainingswoche, nachdem die Aufstiegsspiele klargemacht wurden. Trotzdem, Dirk Lottner will als Trainer seinen ersten Meistertitel. Und er hat diese Mannschaft mit seiner Arbeit dahin geführt, dass sie es heute klar machen können. Nochmal Dausch. Und Fenninger. Kann man mal machen. Applaus für die Vorarbeit. Willst du dich anbieten? Da musst du so einen schon mal versenken. Dann Perdedai und dann sieht er hier gelb-rot. 35. Minute, 9 Minuten vorher hat er schon gelb gesehen. Es ist eine ganz harte Entscheidung, muss man wirklich sagen, von Schiedsrichter Dennis Meinhardt. Und Perdedai hat überhaupt keinen Bock auf diese Entscheidung. Er geht da mit dem Fuß voran, aber nicht wirklich absichtlich, regt sich total auf und muss dann von Dausch ein bisschen beruhigt werden. Saarbrücken ab der 35. Minute nur noch zu 10. Zur Halbzeit führt das Team. Und da haben wir die beiden, Schmidt und Behrens. Der eine geht wohl nach Heidenheim, Patrick Schmidt, der andere wohl nach Sandhausen. So heißt es zumindest aktuell. So, und dann ist Mandy da, der ist wieder in Form und macht das 2-0. 55. Minute, gut, wenn man so einen hat, der lange verletzt war und jetzt wieder wirklich zu alter Stärke findet. Auch guter Freistoß von Dausch, für den gilt das Gleiche, ebenfalls lange verletzt und rechtzeitig, so scheint es zumindest, sind die beiden wieder da. In der Endphase dieser Runde ist das brutal wichtig für den FCS. Also 2-0 sieht gut aus und Zwischeninfo auch für Kevin Behrens. Mannheim liegt zurück in Hoffenheim. Zu diesem Zeitpunkt ist der FC schon
Meister. Aber dann ist hier der Fehler. Wird nicht richtig verteidigt. Ripplinger, 57. 1:2. Fasnacht passt da hinten nicht richtig auf, lässt den Ripplinger laufen, spielen auf Abseits, ist es aber nicht. Ja, und dann kommt dann doch mal Patrick Schmidt, ein bisschen Power einwechseln. Will in die zweite Liga, will zu Heidenheim. Und wenn er da solche Vorbereitungen macht wie hier für Jennecke, dann ist er herzlich willkommen. Die beiden machen es zu zweit alleine. 3:1, Tobi Jennecke auch eher eingewechselt. Locker flockig per Doppelpass da hinten die Abwehr mal filetiert. Und jetzt steht der Sieg für Saarbrücken fest. Schöner, netter, guter letzter Spielzug in dieser Partie. Mannheim schafft am Ende ein 2:2, kann aber nicht gewinnen. Deshalb ist Saarbrücken Meister der Regionalliga. Begeisterung sieht ein bisschen anders aus, ist aber klar, die wollen aufsteigen. Dennoch Glückwunsch zum Titel in dieser Liga. Dass es nicht immer leicht war, war uns allen klar. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass wir letzte Woche schon die Relegationsteilnahme feiern konnten und heute halt den Meistertitel nachlegen konnten. Das ist schon was Besonderes, hat einen gewissen Stellenwert auch für uns. Und genauso sind wir das Spiel ja auch heute angegangen. Ich glaube, wir haben vom ersten Spieltag an das richtig gut gemacht und ja, sind jetzt auch gerechtfertigt, jetzt Meister geworden heute. Also nochmal, Schmidt und Behrens werden wohl gehen. Die Kandidaten aus der zweiten Liga haben wir gehört, Heidenheim und Sandhausen. Das Team konnte sich heute schon mal ansatzweise dran gewöhnen, wie es ohne die Top-Torjäger so ist. Ja, wir haben ja immer gesagt, dass wir einen großen Kader haben, Kader, der eng beieinander ist. Und ja, da kann man manche Leute 1:1 ersetzen. Und deswegen, das hat man heute gesehen, das war eine gute Leistung von uns. Und da können wir anknüpfen. Saarbrücken darf den Titel feiern, weil eben Mannheim in Hoffenheim nicht gewinnt. Und jetzt, und das ist alles klar, allen klar, beginnt die ganz, ganz heiße Vorbereitungsphase auf die Aufstiegsspiele. Glückwunsch auch von dieser Stelle zum Titel, wenn der auch in dieser Regionalliga-Saison letztmals einen nur geringen Wert besitzt. Aufklärung liefern die weiteren Ergebnisse von diesem Wochenende. Steinbach statt Allendorf torlos. Kickers Offenbach gegen den VfB Stuttgart 2:0. Elversberg-Worms, wie gesehen, 3:1. Der TSV Mainz gegen Saarbrücken, auch das kennen Sie, das 1:3. Hoffenheim 2 gegen Waldhof Mannheim, die Punkteteilung, die zum Meistertitel für die Saarländer reicht, beim 2:2. Ulm gegen Koblenz 1:4. Hessen-Kassel gegen Waldorf 2:1. Und das gilt auch für Völklingen gegen den FSV Mainz. Und wir schauen auf die Tabelle. Und da sehen wir den ersten FC Saarbrücken oben und uneinholbar Meister. Dahinter Waldhof Mannheim und die Mannheimer, sie streiten sich mit Freiburg um Platz 2. Denn die Freiburger, sie haben ja noch eine Partie weniger und können jetzt nach dem Unentschieden näher ranrücken. Dann geht es schon nach unten, denn mit über Elversberg Rang 5 in der Liga interessiert nur noch, was unten stattfindet in der Regionalliga Südwest. Und da ist klar, Stuttgarter Kickers, Mainz, Völklingen definitiv abgestiegen. Die drei unteren müssten absteigen. Und Kassel und Koblenz sind abhängig, wie es denn läuft in Sachen Aufstieg für die Saarbrücker und zum anderen für Waldhof Mannheim oder Freiburg. Verabschieden wollen wir uns aus der Sportarena mit dem Tor des Tages. Den Treffer von Tobias Jennecke zum 3:1 für den ersten FC Saarbrücken gegen den TSV Mainz. Das Tor, das letztlich half, die Meisterschaft in der Regionalliga schon heute für den FCS sicherzustellen. Tschüss.